Dieses Leben gehört zu Dresden. Einreicher ist hier die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und ich darf Frau Schanetzki bitten zu starten. Und wir gehen dann, wie ich schon eingangs gesagt habe, in die Fraktionsrunde. SPD würde beginnen. Die hat ihr Rederecht abgetreten an Herrn Moshe Barnett, der dann, wie gesagt, seine Jungfernrede hier im Stadtrat halten kann. Bitte schön, Frau Schanetzki. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder der Dresdner jüdischen Gemeinde, liebe jüdische Menschen und alle, die sich mit Ihnen solidarisch verbunden fühlen. Wir stehen heute kurz vor dem 27. Januar. Am Samstag jährt sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz ein weiteres Mal. Viele von uns werden auf die eine oder andere Weise am Gedenken teilnehmen. Die Aktuelle Stunde heute soll uns noch einmal deutlich vor Augen führen, dass die Auseinandersetzung mit jüdischem Leben in Dresden nicht nur eine Frage des Gedenkens ist. Sie ist alltäglich geboten. Ich habe mich hier und heute bewusst entschieden, antisemitischen Darstellungen weder zu zeigen noch im Detail zu zitieren. Ich will Ihnen in diesem Podium keinen Raum geben. Antisemitismus ist vielfältig. Als deutscher Schuldabwehr-Antisemitismus, als Israel-bezogener Antisemitismus oder verschwörungsideologischer Antisemitismus findet er täglich in diesem Land statt. In Krisen wird er angeheizt und so hat er sich in den letzten Jahren tatsächlich neue Bahnen gebrochen. Das Bündnis gegen Antisemitismus in Dresden und Ostsachsen beschreibt es, ich zitiere, er äußert sich zum Beispiel in der weit verbreiteten Verwendung des Wortes Jude als Beleidigung. In Form der Gleichsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen und NS-Verbrechen auf Demonstrationen an der B96 oder in Sachbeschädigungen an jüdischen Kultureinrichtungen sowie Orten der Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus. Er äußert sich aber auch in körperlichen Angriffen auf Demonstrantinnen, die während des erneuten Aufflammens des Nahostkonflikts ihre Solidarität mit Israel in der Innenstadt von Dresden zum Ausdruck brachten. Zitat Ende. Die gewalttätigen Auswirkungen des Antisemitismus haben gleichermaßen Jüdinnen und Juden wie auch unser demokratisches Gemeinwesen zum Ziel. Jeder Antisemitismus verpflichtet uns als Demokratinnen zum Handeln. Antisemitismus war nie verschwunden, aber gerade jetzt ist er nicht mehr so selbstverständlich geächtet von Verantwortungsträgerinnen. Jüdinnen und Juden wie die ehemalige Leiterin der jüdischen Musik- und Theaterwochen hier in Dresden, Avery Gosfield, können alltägliche Beispiele erzählen, die nie Eingang in irgendeine Statistik finden. Zum Beispiel, wenn sie gemahnt wird, die Ticketpreise nicht so hoch zu setzen, weil ein jüdisches Kulturevent nicht so viel Geld nehmen sollte. Laut LKA lag die Zahl antisemitischer Straftaten nur bis einschließlich November gezählt im Jahr 2023 bereits bei 55 Fällen. An dieser Stelle muss es in aller Deutlichkeit gesagt werden, die TäterInnen waren, anders als vielfältig behauptet, nicht überwiegend Menschen muslimischen Glaubens. 36 der 55 Fälle haben ihren Ursprung in einem rechtsextremen Weltbild. Hier im Stadtrat sitzen VertreterInnen einer als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei. Jeder muss sich selbst individuell an den eigenen Taten und Worten messen lassen. Für jüdische Menschen ist es ein weiterer Tiefschlag, wenn das Problem in der Mehrheitsgesellschaft nicht ernst genommen wird, sondern Menschen mit muslimischen Glaubens einer als anders markierten Gruppe zugeschrieben wird, die sich auch permanent gegen Diskriminierung und Rassismus wehren muss. Der in dieser Woche veröffentlichte Sachsen-Monitor zeigt deutlich, antisemitische Einstellungen sind in der sächsischen Bevölkerung beängstigend weit verbreitet. Das Bündnis gegen Antisemitismus macht klar, es braucht konsequente und intensive demokratische Bildungsarbeit für alle und nicht nur für Heranwachsende. Die Kulturakteure leisten hier viel, auch Bildungsträger wie die Volkshochschule und zahlreiche Initiativen und Vereine bringen sich ein. Aber der Kampf gegen den grassierenden Antisemitismus kann nur Erfolg haben, wenn zeitgleich auch Aufklärung über die Vielseitigkeit jüdischen Lebens betrieben wird. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für den Abbau von Vorurteilen und damit für eine Normalisierung jüdischen Lebens in unserer Gesellschaft. Es braucht neben dem Gedenken Festivals wie den jüdischen Wochen kontinuierlich jüdische Gastronomie, auch hier in Dresden, die Begegnung mit jüdischem Leben im Alltag, ganz selbstverständlich und ganz unaufgeregt. Dabei stehen wir an der Seite der drei aktiven jüdischen Gemeinden hier in Dresden, die zeigen, wie vielfältig das Judentum als Religion eben auch ist.
Die hier beschlossene Initiative, ein jüdisches Museum zu gründen, ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag. Die Beschlusskontrollen liegen uns vor und die Herausforderungen sind bekannt. Ihnen wurde aber konstruktiv begegnet. Das Stadtmuseum hat mit Interventionen in der Ausstellung innovative Wege gefunden, die jüdische Geschichte Dresdens zu präsentieren. Ein jüdisches Kultur- und Begegnungszentrum am alten Leipziger Bahnhof wäre ein echter Gewinn für die Stadt und die Stadtgesellschaft. Gleichzeitig sind alle Bürgerinnen aufgefordert, täglich aufmerksam und solidarisch zu sein. Dabei die eigenen Formulierungen und Annahmen kritisch zu prüfen. Ich möchte hier an dieser Stelle ausdrücklich dem Herrn Oberbürgermeister für seine große Klarheit in den einführenden Worten heute im Bericht des Oberbürgermeisters danken. Und schließen möchte ich mit We Remember, was uns am Samstag sicherlich an allen Stellen begegnen wird, und Nie wieder ist jetzt, was uns auf den Demonstrationen aktuell immer wieder begegnet, müssen Hand in Hand gehen. Das ist unsere historische Verantwortung. Danke. Soweit vielen Dank für die Einbringung. Wir gehen jetzt in die Fraktionsrunde. Wie ich es eingangs sagte, SPD beginnt und sie hat ihr Rederecht abgetreten an Herrn Moshe Barnett. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Barnett. Vielen Dank. Verehrte Mitglieder des Stadtrats, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Oberbürgermeister, lieber Dirk Hilbert und sehr geehrter Bürgermeister, ich danke Ihnen herzlich für die Möglichkeit, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ein besonderer Dank geht an die SPD-Fraktion für die mir zur Verfügung gestellte Zeit. Es folgt mir Stolz, hier bei Ihnen zu sein. Ich schätze die Offenheit und Akzeptanz in unserer Stadt, insbesondere im Hinblick auf das jüdische Leben. Seit 3,5 Jahren ist Dresden nun meine Heimatstadt und insbesondere nach den Ereignissen von letztem Sonntag, der großen Demonstration, empfinde ich noch mehr Stolz vor meiner Zugehörigkeit zu dieser Stadt. Heute wurde ich gebeten, das jüdische Leben in unserer Stadt in den Fokus zu rücken und ich möchte die positive Entwicklung sowie die Akzeptanz hervorheben. Trotz dass in Dresden kaum voran denen Antisemitismus und der Offenhaltung gegenüber Menschen unterschiedlicher Geschlechter, Hautfarbe und Religion hat sich die Situation für Juden weltweit seit dem 7. Oktober dramatisch verändert. Der schreckliche Angriff auf unschuldige Menschen bei einem Musikfestival und an einem heiligen Tag Simchat Torah hat die Unsicherheit verstärkt und den weltweiten Antisemitismus verdeutlicht. In den Wochen nach dem schrecklichen Ereignis hörte ich von Mitgliedern unserer Gemeinde, wie groß ihre Angst ist. Eigene von ihnen, insbesondere die israelischen Bürger, erwagen sogar, nach Israel zurückzukehren, um vor ihr Land zu kämpfen. Dresden hat sich im Vergleich zu vielen anderen deutschen Städten und insbesondere zu anderen Städten in Sachsen gut gehalten. Trotz vereinzelter Pro-Hamas-Proteste sind die Beziehungen innerhalb der Stadt stabil geblieben. Und auch trotz dieser schwierigen Zeiten haben wir eine gemeinsame Sprache mit unseren muslimischen Bruder-Communities gefunden. Unsere Stadt zeigt weiterhin Toleranz und Offenheit vor ein Zusammenleben aller Menschen. Ich nutze diese Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass eine jüdische Gemeinde mehr ist als nur ein religiöser Ort. Sie ist der Ort, an dem wir die schöne jüdische Kultur teilen können. Dresden unterstützt uns bereits in vielerlei Hinsicht. Aber ich sehe eine jüdische Gemeinschaft
auch als Ort, um unsere Kultur mit der Gesellschaft zu teilen. Ich bitte Sie, uns dabei zu unterstützen, diese humanistische Kultur zu verbreiten. Eine jüdische Gemeinde ist nicht nur ein Ort der Religion, sondern auch ein Ort für jüdische Küche, für Musik, für Theater und für mehr. Wir glauben daran, dass man jemanden nicht hassen kann, den man kennt und mit dem man gemeinsam durch schwierige Zeiten gegangen ist. Angesichts extremistischer Gruppen, die Intoleranz nach Deutschland bringen wollen, müssen wir uns zusammen anschließen und Initiativen wie Coexist und den Runden Tisch der Religionen unterstützen. Es ist wichtig, verschiedene Gruppen zusammenzubringen, sich kennenzulernen und Vorurteile abzubauen. Bitte helfen Sie uns dabei, das aufsterbende jüdische Leben in unserer Stadt zu unterstützen, indem Sie nicht nur religiöse Aspekte, sondern auch die Kulturvielfalt kennenzulernen. Gemeinsam können wir die Gesellschaft stärken, Hass reduzieren, Farbe in unsere besondere Stadt bringen. Vielen Dank. Sensationell, bei der ersten Rede fast auf die Sekunde eine Punktlandung. Herr Bernhard, vielen Dank. So, als nächste Fraktion FDP, Herr Hase. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am vergangenen Wochenende konnten wir in unserer Stadt Bemerkenswertes erleben. Über 20.000 Menschen gingen auf die Straße, um gegen den gefühlten Rechtsruck in der Gesellschaft zu demonstrieren und ihren Unbehagen über die Politik des verbalen Hasses und der gesellschaftlichen Spaltung Ausdruck zu verleihen. Aus meiner Sicht ein deutliches Zeichen der Zivilgesellschaft, ein Zeichen dafür, dass längst nicht alle Sachsen ihr Heil in einem künftigen AfD-Staat suchen, für Demokratie und Pluralismus eintreten und den politischen Rattenfängern vom rechten Rand eine Absage erteilen. Und doch wäre ich vorsichtig mit vorschnellem Triumphgeheul. Wie die jüngst veröffentlichte Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung belegt, ist das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die Institutionen und das Funktionieren der Demokratie deutschlandweit auf unter 60% gesunken. Gleichzeitig haben verschwörungsgläubige, populistische und völkisch-autoritäre, rebellische Positionen erheblich an Zuspruch gewonnen. Unsere Demokratie ist also in keinem besonders guten Zustand und das ruft natürlich auch einen Geist der Vergangenheit, nämlich den Antisemitismus, wieder hervor. Nach der eben genannten Studie stimmen 16% der Befragten mit der These überein, dass die Juden versuchen, aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihre Vorteile zu ziehen. Weitere 19% sind bei der Beantwortung dieser Frage zumindest unentschlossen. Hier schimmert also die berühmt-berüchtigte Schlussstrichdebatte durch, die das Erinnern an die Schrecken des Holocaust ad acta legen lassen will. Herr Gauland und sein Lamentieren über den Vogelschiss der Geschichte lassen hier schön grüßen. Noch problematischer wird es, wenn es um das Verhältnis zu Israel geht. 15% der Befragten können gut verstehen, wenn man aufgrund der Politik des Staates Israel etwas gegen Juden hat. 24% sind unentschlossen und widersprechen also auch hier nicht vehement. Das, meine Damen und Herren, sind dramatische Zahlen und aus meiner Sicht ist dies völlig inakzeptabel. Ich finde es unerträglich, dass wir am Vorabend des Gedenktages der Befreiung von Auschwitz über Antisemitismus und Bedrohung jüdischen Lebens in unserer Gesellschaft hier reden müssen. Haben wir denn so gar nichts aus unserer Geschichte gelernt? Ja, der Antisemitismus ist wieder salonfähig geworden, dringt langsam, aber unaufhaltsam in die Mitte der Gesellschaft vor, verbindet sich mit anderen demokratiefeindlichen Strömungen zu einem gefährlichen Gemisch mit zunehmender Sprengkraft.
Dabei ist dieser neue Antisemitismus nicht nur ein Problem des rechten Randes, sondern ein gesamtgesellschaftlicher Krebsschaden, der aus vielen Ritzen hervorkriecht. Auch links der Mitte macht sich dieses Thema breit, verbinden sich Antikapitalismus und Antisemitismus zu einem unappetitlichen Amalgam, das von einer angeblich toleranten und pluralistischen Elite schweigend hingenommen wird. Wie anders könnte man sich sonst jüngste Auswüchse wie an der Freien Universität Berlin erklären? Debattenkultur und Meinungsvielfalt sind wichtig und es muss dafür einen gesellschaftlichen Konsens geben, der auf Gewaltfreiheit und demokratischen Grundwerten basiert. Sobald Menschen abgewertet, in Gruppen sortiert und verallgemeinert werden oder Hass und Hetze sowie klare Falschaussagen verbreitet werden, darf eine demokratische Gesellschaft nicht mehr wegsehen. Meinungen dürfen nicht mit Fakten gleichgestellt werden und die Verbreitung von Hass hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist egal, ob diese Angriffe von links oder rechts kommen. Sie sind gleichsam entschieden zu bekämpfen. Was bedeutet das nun für Dresden und das jüdische Leben hier vor Ort? Ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, die Erinnerung an die Schrecken des NS-Regimes wachzuhalten, eben keinen Schlussstrich zu ziehen. Das heißt auch, dass vorhandene Lehrstellen gefüllt werden müssen. Längst sind nicht alle Geschichten erzählt, alle Fakten aufgearbeitet, alle Orte ausreichend markiert. Am alten Leipziger Bahnhof und beim ehemaligen Judenlager Hellergebirge gibt es seit Jahren Bemühungen, diese Orte zu erschließen und für die historische Bildung nutzbar zu machen. Allein eine durchgreifende Lösung fehlt bis heute und zum historischen Jubiläum 80 Jahre Kriegsende am 8. Mai 2025 wird nichts Substanzielles geschehen sein. Ich appelliere an Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Thema bei den nächsten Haushaltsverhandlungen im Herbst nicht aus den Augen zu verlieren. Es liegt auch an uns, ob aus politischen Lippenbekenntnissen endlich etwas Zählbares wird. Theodor Heuss rief in seiner Rundfunkansprache zur ersten Woche der Brüderlichkeit 1952 zur Tapferkeit auf. Zur Tapferkeit gegen sich selbst, zur Tapferkeit gegen überkommenes Denken und zur Tapferkeit gegen die Trägheit des Herzens. Ich denke, auch nach 70 Jahren hat dies an Aktualität nichts verloren. Also lassen Sie uns gemeinsam tapfer sein. Gegen die Feinde der Demokratie, für ein respektvolles Miteinander, für eine offene Gesellschaft. Der Hass folgt der Trägheit des Herzens. Er ist billig und bequem. Die Liebe ist immer ein Wagnis, aber nur im Wagen wird gewonnen. Theodor Heuss, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde Freie Wähler, Freie Bürger. Frau Dagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, liebe Vertreter der jüdischen Gemeinden, jüdisches Leben gehört heute zu Dresden natürlich und gehörte sehr wesentlich zur Dresdner Stadtgeschichte und deren wirtschaftlicher, religiöser und geistiger Entwicklung. Auch insofern dieser Einschub sei mir gestattet, ist es ein Trauerspiel, wenn die Israel-Fahne vor dem Rathaus im Gedenken an den Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel nach einem Tag schon wieder eingezogen wurde. Wir wissen von 1700 Jahre jüdischem Leben in Deutschland und wir wissen von der Judenfeindschaft seit 1500 Jahren mit dem Ziel der Vertreibung und Ausrottung von Juden. Dem folgte deren Zwang zur Migration in andere Kulturen. Wir finden weltweit und auf allen Kontinenten tradiert jüdisches Gemeindeleben. Bei der Beschäftigung mit jüdischer Geschichte wird der Spagat zwischen der Darstellung der Jude als Sündenbock, dies nicht im biblischen Sinne, eher im sprichwörtlichen Gebrauch, und dem Bild der religiösen, emanzipiert ambitionierten Minderheit sichtbar, die auch deshalb immer wieder Verfolgung ausgesetzt war und ist. Antisemitismus ist keine Erfindung Hitlers. Es gab ihn vorher. Ich erinnere an die Pogrome im Mittelalter zu Zeiten der Pest und es gibt ihn heute. Dennoch mahne ich hier die Abgrenzung der Begriffe Antisemitismus und Judenfeindschaft an. Ich habe dazu zum Beispiel den linken Sozialdemokraten August Bebel konsultiert, der in seiner Analyse zum Antisemitismus diesen ursächlich als
ökonomisch grundiert sieht, wenn nämlich der Jude in wirtschaftlich schweren Zeiten als Prototyp des Kapitalisten betrachtet wird. Die traditionelle Judenfeindschaft indes ist etwas vollkommen anderes, begründet nämlich auch in der bewussten Separierung von Christen und Juden und der daraus resultierenden Feindschaft des Christentums gegenüber dem emanzipationsbestrebten Judentum. Eine unheilvolle Symbiose, das wissen wir, beider Begriffe kumulierte in der Zeit des Nationalsozialismus, wo eine wirtschaftliche Krise gepaart mit einem Alleinherrschaftsanspruch des ideologisch gefärbten Christentums Hitlers propagiert wurde und eine generelle Ausrottung eines wirtschaftlich erstarkten Judentums vorantrieb. Die folgende Shoah war der bis dato am meisten pervertierte Völkermord an Juden. Worauf will ich hinaus? Die religiös grundierte Judenfeindschaft ist derzeit, so meine ich, das größte Problem, auch hier in Dresden. Noch spielt die wirtschaftliche Situation, um einen Antisemitismus im Sinne Bebels auszuprägen, in unserer Stadt nicht die primäre Rolle. Allerdings bahnt sich hier schon eine brisante Dynamik an. Wenn nämlich die bestandene, kurzzeitig abgewendete, nun durch die Hintertür wieder eingeführte Haushaltssperre seine Causa vor allem in der Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung hat und nun Bundespolitik zur Kommunalpolitik werden lässt. Circa 700 Juden leben derzeit in Dresden, eine nicht nur mengenmäßige Minderheit in der Stadt und dies, obwohl die Gemeinden, mittlerweile drei an der Zahl, vor allen Dingen in den 90er Jahren durch eingewanderte, vornehmlich russische Judenaufwuchs erfahren haben. Demgegenüber steht eine immer größer werdende Anzahl Muslime, die in ihrer religiösen Grundhaltung und Sozialisation judenfeindliche Ausprägung ins Dresdner Stadtbild bringen. Die avisierte Begegnungsstätte am alten Leipziger Bahnhof stellt in diesem Zusammenhang wiederum eine Separierung dar. Der Ort weg vom Stadtzentrum ist vornehmlich geprägt von der Erinnerung an Vernichtung und wird, so meine ich, nur schwerlich ein Begegnungsort für öffentliches, jüdisches, aktives Gemeindeleben werden können. Das ist, so meine ich, kein Signal für eine selbstbewusste, zukunftsorientierte Gemeindearbeit, vielmehr das Zeichen für Unterwerfung zum Narrativ der Opferkultur. Und ich befürchte, und dies ist ein neuer Zug, die Liberalisierung eines säkularisierten Judentums im Sinne einer suizidalen Refugee-Welcome-Regenbogenfahne-Kult. Jüdisches Leben gehört heute zu Dresden, stellen die Grünen der Aktuellen Stunde voran. Das freut mich sehr, denn schon im Dezember 2020 gab es einen Artikel von der Grünen Jugend in Leipzig, der war überschrieben mit dem Titel Solidarität mit Betroffenen gegen Islamismus und reaktionäre Ideologen. Ich zitiere, auch in Sachsen hat sich nicht erst seit dem Messerangriff vom 24. Oktober 2020 in Dresden der Islamismus manifestiert. Das könnte ein Anfang sein, nämlich der Anfang, dass das Benennen der derzeitig primär vorherrschend migrantisch-muslimischen, also religiösen Judenfeindschaft sagbar ist und die Gefahr eines ökonomisch grundierten Antisemitismus der nahen Zukunft hier in diesem Rat bitte abgewendet wird. Vielen Dank. Als nächster Redner für die Dissidenten, Herr Aschenbach. Bekenntniszeit im Stadtrat. Die Grünen wollen über Juden reden. Jüdisches Leben gehört zu Dresden, betiteln sie ihre Aktuelle Stunde und stellen damit nichts Neues fest. Keiner hier wird widersprechen. Derzeit sind ja keine Moslems die Juden. Warum also die Aktuelle Stunde? In der Begründung lese ich unter anderem vom Massaker des 7. Oktober und einem klaren Bekenntnis des Stadtrats. Oha. Na gut, bekenne ich mich. Ich habe nichts gegen Juden. Ein Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch, egal an welchen abstrusen Quatsch sie glaubt. Kein Mensch sollte in Elend leben müssen. Gewalt und Mord sind inakzeptabel. So wie das grausame Massaker der Hamas an über 1400 Israelis. Oder die daraufhin mittlerweile 24.000 vom israelischen Militär totgebombten Palästinenser. Und irgendwie wird's da mit dem klaren Bekenntnis schon schwierig. Ich mag meine uneingeschränkte Solidarität mit einer mörderischen, hypernationalistischen Arschlochregierung nicht bekennen, auch wenn das wohl deutsche Staatsräson ist. Aber
weil sich im allgemeinen hirnlosen Geplupper eh niemand die Mühe macht, zwischen einem Juden und dem Staat Israel zu unterscheiden, geht es den Grünen auch darum, sich zur Solidarität mit den Dresdner Juden zu bekennen. Die werden ja jetzt anlässlich des nahöstlichen Vernichtungsspektakels zum Ziel von Anfeindungen und Angriffen. Mal wieder. Selbstverständlich wissen auch die Nazi-Döbel, dass eine Synagoge keine israelische Botschaft ist und nutzen einfach jeden Vorwand, ihrem Judenhass zu frönen. Das gehört so hart zum deutschen Brauchtum, dass wir Synagogen nur mit obligatorischem Polizeischutz kennen. So erheitert es nur Schal, wenn ausgerechnet jene, welche vom Finanzjudentum und jüdischer Weltverschwörung fabulieren, jetzt mit dem Finger auf Flüchtlinge zeigen, vom importierten Antisemitismus sprechen und in Ausländer- und Islamfeindlichkeit schwelgen. Freilich beteuern die After, dass sie Juden mindestens genauso lieb haben wie alle anderen, nur ist das Ding mit dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, ob nun gegen Juden, Flüchtlinge, Schwule oder sonst wen, dass es Menschenfeindlichkeit ist. Hat man erstmal die eine Gruppe zum legitimen Feindbild entmenschlicht, macht man vor der anderen nicht Halt. Und ratzfatz wird alles, was anders oder fremd ist, was stört, entsorgt. Traditionell auch die Juden, das haben wir schon immer so gemacht. Zum Glück blasen die Grünen nun zur aktuellen Stunde und wir können eifrig bekennen, wie sehr uns die Juden am Herzen liegen. Wir bekennen uns zur Menschlichkeit gegen die Bösen und sind gerührt. Danach kehren wir zum menschenverzehrenden, armverachtenden kapitalistischen Alltagsgeschäft zurück, beweisen an den EU-Außengrenzen, welche Leben nun wirklich nichts wert sind und überlegen, welche Seite wir im nächsten Gemetzel anfeuern. Jedes Leben zählt, sagen wir, und zählen die Toten. Dabei zählen wir tote Schwarze lieber als Weiße. Im Mittelmeer zählen wir lieber nicht mehr. Tote Russen zählen wir lieber als tote Ukrainer und eben Palästinenser lieber als Israelis und so weiter. Aber das hat ja alles nichts mit dem Stadtrat zu tun. Hier kann die Hälfte gar nicht zählen. Bekennen kann sich aber jeder und so bekennen wir uns klar und folgenlos. Die Grünen, die Linke, die CDU, die SPD, die FDP, die AfD und Freien Wähler rechts, Hand in Hand gegen Antisemitismus. Wie schön. Hat das ganze Morden doch noch was Gutes. Aber warum müssen immer Juden sterben, damit Deutsche sich einig sind? Als nächster Redner für die AfD, die ihr Rederecht abgetreten haben, an Herrn Arthur Abramowitsch. Ich darf Sie nach vorne bitten. Verehrtes Präsidium, verehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Damen und Herren Stadträte, Herr Aschenbach, danke für die humoristische Einlage. Der jüdische Dresdner Viktor Klemperer legte nach dem Zweiten Weltkrieg ein Buch vor, das Ihnen zumal als Dresdner bekannt sein dürfte, Lingua Tertii Imperii, kurz LTI. Und gleich zu Beginn beschreibt er darin das nationalsozialistische Verständnis von Heldentum wie folgt. Nicht der Geist ist Sieger, es geht nicht ums Überzeugen. Nur der Stärkere sei der Heldische, auch wenn er im Unrecht sei. Er selbst, Klemperer, hält dem entgegen, ich glaube in den seltensten Fällen an Heroismus, wo er sich in aller Öffentlichkeit laut betätigt und wo er sich im Falle des Erfolgs gar gut bezahlt macht. Heroismus ist umso reiner und bedeutender, je weniger rentabel er für den Helden selber, je weniger dekorativ er ist. Und ich muss an diese Passagen denken, zumal angesichts der jüngsten staatlich unterstützten Kundgebungen gegen die AfD. Auch diese heutigen sogenannten Helden wollen weder die Opposition mit Argumenten stellen, noch den Wähler überzeugen. Und was ist es anderes als dekorativer Gratismut, wenn dort Schilder gezeigt werden mit Ausschriften wie »Jetzt können wir endlich herausfinden, was wir anstelle unserer Urgroßeltern gemacht hätten«. Die Teilnehmer dieser Kundgebung scheinen wirklich zu glauben, sich im Jahr 1933 zu befinden und heldisch zu handeln, wenn sie das Verbot der einzigen Oppositionspartei fordern, also de facto die Demokratie abschaffen wollen, wie es seinerzeit die Nationalsozialisten taten, die ja auch sämtliche Oppositionsparteien nach und nach verboten. Der gebürtige Sachse Michael Klonowski, der würde das nennen, Nazi-Mentalität auf Nazi-Jagd.
Ich komme auf diese jüngsten Ausbrüche des Hasses gegen die Opposition zu sprechen, weil sie durchaus mit unserem heutigen Gegenstand zusammenhängen. Denn sie haben aufgezeigt, dass man sich sogar mit lupenreinen Judenfeinden gemein macht, sofern es nur gegen die AfD geht. Auf diesen Kundgebungen fanden sich unzählige Palästina-Anhänger, entweder autochton und linksextrem oder noch häufiger aus muslimischen Ländern, die das Hamas-Massaker an mehr als 1200 hauptsächlich wehrlosen Juden, darunter Frauen und Kindern, als legitimen Widerstand betrachten und dem einzigen jüdischen Staat das Existenzrecht absprechen. Dass derartige Positionen längst auch im vermeintlich fremdenfeindlichen Sachsen angekommen sind, davon zeugen jüngste Berichte der Leipziger Volkszeitung über Studenten, die Angst haben, sich als Juden zu erkennen zu geben, und zwar keineswegs wegen sogenannter Neonazis, sondern wegen linksextremer und muslimischer Israelhasser. Dankenswerterweise haben nun die Grünen diese Aktuelle Stunde beantragt und sie kommt gerade zur rechten Zeit. Es wäre allerdings von Vorteil, wenn die hiesigen Grünen wüssten, was die Parteigenossen im Bund so alles tun. Zum einen ist da die jahrelange Finanzierung von islamischem Terror mit jährlich hunderten Millionen von Euro über die grünennahe Heinrich-Böll-Stiftung und seit 2 Jahren auch über das grün beherrschte Auswärtige Amt. Das Massaker vom 7. Oktober wurde leider nicht zuletzt aus deutschem Steuergeld finanziert. Und zum anderen, noch offenkundiger, die von den Grünen bejubelte und gar forcierte Masseneinwanderung von Antisemiten. Die Folgen dieser Masseneinwanderung auf den Antisemitismus in Deutschland sind nicht zu übersehen, auch wenn die Bundes- und Landesregierungen sie nach Kräften vertuschen. Die staatsoffizielle polizeiliche Kriminalstatistik suggeriert, dass 90% der antisemitischen Fälle von Rechten verübt würden. Und diese Zahl wird im politischen Kampf natürlich gebetsmühlenartig wiederholt. Und auch heute haben wir sie wieder von den Grünen gehört. Sie kommt allerdings nur dadurch zustande, dass diese Statistik den jeweiligen Kontext der Tat und auch den Täterhintergrund völlig unterschlägt. Wenn ein Afghane zum Beispiel auf dem Oktoberfest in München auf einen Tisch steigt und so lange den Hitlergruß zeigt, bis die Polizei kommt, um ihn abzuführen, dann ist das politisch motivierte Kriminalität rechts, denn er hat ja den Hitlergruß gezeigt. Wenn ein Syrer an die Wand seines eigenen Asylantenwohnheims ein Hakenkreuz malt, damit die Presse kommt und alle denken, das Asylantenwohnheim sei attackiert worden, dann ist das auch PMK rechts, denn es war ja ein Hakenkreuz im Spiel. In manchen Ländern, zum Beispiel in Brandenburg, wird sogar jeder noch nicht aufgeklärte Fall von Antisemitismus, und das ist die Mehrheit der Fälle, automatisch PMK rechts zugeordnet, solange die Täter nicht gefunden wurden. Unabhängige Studien hingegen zeigen, dass die ganz überwiegende Mehrheit der antisemitischen Straftaten durchaus von Moslems begangen wird und selbst der linke Antisemitismus ist noch immer in größerem Maße repräsentiert als der rechte. Laut dem Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld werden 62% der antisemitischen Beleidigungen und 82% der Gewalttaten von Muslimen verübt. Wenn Sie also vorhaben sollten, Jude zu werden und Angst haben, deswegen hier von Nazis verprügelt zu werden, dann kann ich Sie beruhigen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nämlich in den sogenannten weltoffenen Bezirken. Schluss. Weitaus höher als in den vermeintlichen Nazi-Hochburgen hier in Sachsen. Und wenn man den Antisemitismus wirklich bekämpfen will, dann muss zuerst die Vertuschung und Verharmlosung des Hauptgrunds dafür, dass er steigt, also klar benannt werden. Danke. Sie sehen schon, wir haben heute eine neue Mechanik drin. Die geht nach 5 Minuten ganz knallhart automatisch aus muss dann erneut in Gang gesetzt werden, das Rednerpult. Das ist jetzt kein aktiver Eingriff von mir, sondern der Hinweis, dass die Redezeit bei allen vorbei ist. So, wir kommen zur nächsten Rednerin, CDU-Fraktion, Frau Arnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Jüdinnen und Juden, liebe Kolleginnen hier im Stadtrat. Am Montag, da fand eine Veranstaltung statt, zu der die jüdische Gemeinde hier in Dresden eingeladen hatte. Jüdisches Leben heute in Deutschland und Aufgabe in der politischen Bildung. Eine Podiumsdiskussion, die einen Moment hatte, bei denen, glaube ich, alle in diesem Raum ein bisschen Gänsehaut hatten, der ganz, ganz unangenehm war. Wir waren im Finanz- und Kultusministerium, es waren gut 100 Menschen da und auf einmal gab es Tumult draußen vor dem Ministerium. Man hörte
Stimmengewirr, man hörte Trommeln, es war nicht zuzuordnen. Und gerade unmittelbar davor war eines der Themen, wie normal heute jüdisches Leben hier wieder ist, aber das zum jüdischen Leben für die jüdischen Mitbürger eben immer die ständige Konfrontation mit der Geschichte dazugehört. Und in diesem Moment, unmittelbar danach, war sofort klar, was das für diese Menschen bedeutet. Es war nicht zuzuordnen, was dieser Tumult ist. Und die Bilder, die wir im Kopf hatten oder die wir alle im Kopf haben vom 7. Oktober, die Bilder, die vielleicht der eine oder andere im Kopf hat, der am 14. Oktober auf der Prager Straße war und das erlebt hat, das hat allen hier eine unglaubliche Beklemmung gegeben. Und diese Veranstaltung, die sich eigentlich sehr positiv mit diesem Thema jüdisches Leben in Dresden, mit der Frage der Vielfalt jüdischer Kultur, mit der Frage, was Bildung dazu beitragen kann, dieser jüdischen Gemeinde in kurzen Moment des Durchatmens, des Innehaltens gegeben. Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, bei denen wir wirklich darauf achten müssen, was in unserer Gesellschaft eigentlich gerade passiert. Es ist endlich passiert seit 1989, dass jüdisches Leben Normalität ist und dass man hier immer wieder auch im Ergebnis dieser jetzigen Zeit festhalten muss, dass es die liberale, dass es die demokratische Gesellschaft ist, die dieses jüdische Leben bei uns in Deutschland, auch hier bei uns in Dresden, ermöglicht. Und darauf haben die Redner in besonderer Weise hingewiesen. Sie haben darauf hingewiesen, dass es eben nur diese liberale Gesellschaft, diese liberale Kultur ist, die auch den Jüdinnen und Juden hier Sicherheit geben kann. Und dass es eben jeder, der ein völkisches, der ein rassistisches Bild hat, den Juden eben keinerlei Sicherheit bietet. Antisemitismus, auch das Thema an diesem Abend, Antisemitismus, da müssen wir sehr ehrlich sein, es hat drei Varianten von Antisemitismus. Wir haben Rechten, wir haben Linken, wir haben islamischen Antisemitismus, den wir auch hier in unserer Stadt erleben. Und um diesem zu begegnen, da braucht es immer zwei Sachen. Das eine ist Prävention, das findet selbstverständlich statt in Schulen, das findet statt an ganz, ganz vielen Stellen von Vereinen unterstützend. Und das andere ist konsequent all das zu ahnden, was wir an Antisemitismus in unserer Stadt erleben. Und das hat mit dem 7. Oktober erschreckend zugenommen. Wir haben 994 Fälle, die alleine bis zum 9. November vom Recherche- und Informationszentrum Antisemitismus dokumentiert worden sind. Und wenn wir, ob am 21. Januar, am 27. Januar, dann sicherlich in gewisser Weise auch wieder am 13. Februar, Reden an Gedenktagen halten, dann sollte uns bewusst sein, dass es eben auch darum geht, im Alltag zu handeln. Unser Landesrabbiner, Herr Baller, der sprach am Montag davon, dass er ja regelmäßig als Militärrabbiner spricht, dass den Soldaten eben nicht bewusst ist, dass er hier nicht der Antisemitismusbeauftragte ist, sondern dass es eigentlich Aufgabe ist, ethische, moralische Bildung, religiöse Seelsorge, und zwar für alle. Und er sprach davon, dass wenn er das immer wieder erklärt, dass er eben nicht Antisemitismusbeauftragter ist, dass er eine Situation hatte, wo der Oberst am Ende einer solchen Schulung sich umdreht, nochmal mit seinen Soldaten spricht und sagt: Antisemitismusbeauftragter, das bist du und das bist du und das bist du und das seid ihr alle. Und wenn wir genau so miteinander auch in dieser Stadt umgehen, dann ist, glaube ich, sehr, sehr viel gewonnen. Danke. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für Fraktion Die Linke, Herr Wirz.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, egal welchen religiösen Bekenntnisses oder welcher kulturellen Zugehörigkeit, ich schließe Sie alle ein. Als diese aktuelle Stunde auf die Tagesordnung gehoben wurde, war schon klar, sie kommt zu spät. Am 7. Oktober war das Ereignis in Israel, was hier erwähnt wird. Am 15.11. ist der Antrag datiert. Der Dreh- und Angelpunkt für die Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland liegt am 9. Oktober 2019 im Anschlag auf die Synagoge in Halle. Mit diesem Anschlag ging in Dresden eine Neubewertung der Sicherheitslage in der Synagoge am Hasenberg einher. Es wurde festgestellt, dass es erhebliche bauliche Sicherheitsdefizite gibt. Also die Sicherheitsdefizite, die eben der Gesellschaft sind, die müssen dann Ingenieure irgendwie ingenieurtechnisch lösen. Und bereits seit einem Jahr, das ist heute Abend noch nicht angeklungen, das ist aber auch jüdisches Leben in Dresden oder die Erschwernis des jüdischen Lebens in Dresden, ist die Synagoge am Hasenberg verlassen. Die Verwaltung ist ausgezogen, das Gemeindezentrum ist ausgezogen, die Synagoge, die Gottesdienste finden am Hasenberg in der kleinen Synagoge statt, wo sie auch bis zum Bau der Synagoge am Hasenberg errichtet worden sind. Für mehrere Millionen Euro muss Sicherheit baulich nachgerüstet werden, auch für zum Beispiel Fenster, die dem Beschuss von schwereren Kalibern standhalten. So viel zur Sicherheitslage in Dresden und in Deutschland. Wir müssen hier nicht anfangen, im Stadtrat den Nahostkonflikt zu lösen. Das ist eine erste Maßnahme, die wir als Gesellschaft bringen müssen, wo wir es nicht schaffen zu überzeugen, wo wir mit Menschen leben müssen, die hassen, die Gewalt ausüben, müssen wir eben Sicherheit mit Polizei und mit baulichen Maßnahmen sorgen. Das ist das Erste, was natürlich geleistet wird. Und die Gemeinschaft bezahlt das auch. Das Zweite ist, neben der Sicherheit jüdisches Leben in Dresden sichtbar machen. Es hat in diesem Stadtrat auch gemeinsam mit der jüdischen Community die Planung gegeben zu einem jüdischen Museum. Wir haben den Gedenkort am Leipziger Bahnhof geplant und auf die Stadtbahn geschoben. Es gibt also erfreuliche Entwicklungen. Eine weitere Gemeinde hat sich in Dresden niedergelassen gegründet. Das spricht für die Bereitschaft der Stadtgesellschaft und auch für die Willkommenskultur in dieser Stadtgesellschaft. Frau Dagen, wir müssen nicht immer, im Prinzip immer, es fiel mir ein bisschen schwer, dass Sie jetzt wieder mit Asyl und Flucht anfingen. Es ist aber so, das deutsche Asylrecht ist eine Reaktion auf die Shoah, dass es eben besser ist, lieber einen zu viel zu helfen und zu retten und aufzunehmen, als einen zu wenig. Viele Verfolgte, als Juden Verfolgte in Deutschland konnten bis 1939 später sowieso nicht mehr ausreisen, weil sie kein Land aufgenommen hat. Und das ist eine Lehre, die die deutsche Geschichte gezogen hat und zu der wir uns als Linke auch bekennen. Genau, wir machen jüdisches Leben in Dresden sichtbar. Drittens, es ist unsere Verpflichtung, das ist natürlich auch Bestandteil des Leipziger Bahnhofs, wir arbeiten die Vergangenheit auch der Shoah und des Holocaust in Dresden auf. Dresden, das kann man in den Tagebüchern von Viktor Klemperer nachlesen, der das minutiös beschrieben hat, ist eine durch und durch nationalsozialistisch-antisemitische Stadt gewesen. Viele Dresdner Jüdinnen und Juden haben es nicht überlegt, wenn sie nicht fliehen konnten. Ein Beispiel einer Jüdin, die fliehen konnte, ist Lea Grundig gewesen. Lea Grundig, die in dieser Stadt politisch und rassisch verfolgt worden ist, und wir als Linke freuen uns, dass der Stadtbezirksbeirat Altstadt Lea Grundig vorgeschlagen hat für eine Straßenbenennung an der Käthe-Kollwitz-Ufer. Und wir freuen uns dann auch auf die Abstimmung, dass eine Mehrheit in diesem Stadtrat diese Benennung eben auch gegen rechts bestätigen wird, so wie am Wochenende auch demonstriert worden ist. Viertens. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Vortrag, also auf diese Rede, auf diesen Tagesordnungspunkt, noch eine Flasche Sekt getrunken mit einer jüdischen Nachbarin und habe sie gefragt, wie ist das jetzt mit dem jüdischen Leben in Dresden? Und da sind die Beschwernisse und auch die Bedürfnisse ganz andere. Dort ist es so, wir müssen viertens die Verwaltung interkultureller machen. Wenn aus der Chefra Kadisha, aus der Beerdigungsgemeinschaft kommt, wir kriegen derzeit keine Papiere für eine Beerdigung einer alten Jüdin, die mit 90 gestorben ist, die sich halt 1967 scheiden lassen hat in Russland oder in der Sowjetunion, wer weiß auf welcher Seite der Frontlinie gerade.
Ein Satz vielleicht noch. Und dann die Papiere nicht beigebracht werden können, wer soll die jetzt noch bringen? Dann ist das eine Erschwernis. Und es wäre halt gut, wenn die Verwaltung wüsste, dass es auch im jüdischen Ritus eben wichtig ist, so schnell wie möglich zu bestatten und nicht erst das tagelang bürokratisch herauszuzögern. Vielleicht diese vier Punkte, meine Zeit hier ist abgelaufen. Verstärken wir gutes Verhalten und schimpfen wir nicht zu sehr auf alles. Also meine Frau, die Psychologin ist, die sagt immer, es ist in der Erziehung immer gut, die positive Verstärkung zu verwenden und das positive und gute Beispiel zu bringen und im Prinzip auf die Weise auch ein gutes Beispiel zu geben und für Versöhnung, für Miteinander und für ein gedeihliches auch Leben zusammen mit unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu finden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, und zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die Verwaltung, Frau Klepsch. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Meine sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, ich hoffe, wir sind uns einig darin, dass es darum gehen muss, jüdisches Leben in unserer Stadt zu schützen und auch die Begegnung mit jüdischem Leben in all seinen Facetten zu befördern und Vermittlung voranzubringen. Für die Stadtverwaltung kann ich feststellen, dass wir einen sehr guten Austausch, eine sehr gute Kooperation und Zusammenarbeit mit den drei jüdischen Gemeinden in Dresden haben. Das haben nicht zuletzt auch diverse Gedenkveranstaltungen gezeigt und auch die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Konzeptausschreibung zum Vermittlungs- und Begegnungszentrum am Alten Leipziger Bahnhof ist in Zusammenarbeit mit den drei jüdischen Gemeinden und weiteren Vereinen erfolgt. In dem Zusammenhang möchte ich noch mal darauf hinweisen, vor wenigen Tagen, am 9. Januar, hat der Kulturausschuss die Konzeptausschreibung für das Vermittlungs- und Begegnungszentrum, das jüdische Begegnungszentrum am Alten Leipziger Bahnhof, auf den Weg gebracht, sodass jetzt die Ausschreibung veröffentlicht wird und in diesem Jahr ein freier Träger oder eine Institution beauftragt werden soll, für uns alle ein entsprechend vertieftes Konzept vorzubereiten. Die Eigentümerfrage zum Leipziger Bahnhof muss natürlich noch in den nächsten Monaten geklärt werden, um dann auch baulich dort voranzukommen. Des Weiteren möchte ich darauf eingehen, auf die Frage, gibt es Pläne für die Kontextualisierung und Sichtbarmachung des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers Hellerberg an der Radeburger Straße? Ja, dafür gibt es konkrete Pläne. Die sind durch den Geschäftsbereich Umwelt und das Amt für Stadtgrün entsprechend vorbereitet, in Zusammenarbeit auch mit dem Geschäftsbereich Kultur. Und aus dem Wettbewerb Gedenkareal Dresdner Norden zur NS-Diktatur ist ja bekanntermaßen ein Siegerentwurf hervorgegangen, der auch eine Kontextualisierung des Zwangsarbeiterlagers Hellerberg vorsieht. Sie erinnern sich vielleicht, dass dort eine Stele gedacht ist. Diese kann in den nächsten Monaten auch errichtet werden, wenn es gelingt, die nötigen finanziellen Mittel dafür beizubringen. Seitens des Freistaates wurde in der Landeshauptstadt dafür bereits 50.000 Euro sogenannte PMO-Mittel, also Geld aus den Partei- und Massenorganisationen der DDR, zur Verfügung gestellt. Allein diese 50.000 Euro reichen nicht. Für eine komplette bauliche Kontextualisierung mit Zuwegung auf dem Areal Radeburger Straße, Stauffenbergallee, Hammerweg, würden wir rund 366.000 Euro benötigen. Wir sind aktuell damit befasst, auch noch Mittel aus dem Stadtbezirksbeirat Pieschen dafür zu gewinnen, aber wir bräuchten für erste Bearbeitungsschritte mindestens 100.000 Euro im laufenden Haushaltsjahr. Und insofern kann ich den Appell von Stadtrat Hase an Sie alle nur aufgreifen, auch im nächsten Doppelhaushalt dieses Vorhaben entsprechend finanziell zu untersetzen. Für die Förderung freier Träger sei im Zusammenhang mit dem jüdischen Leben in unserer Stadt noch einmal darauf verwiesen, dass seit vielen Jahren die Vereine Hatikva e.V., die Jüdische Musik- und Theaterwoche und seit wenigen Jahren auch der noch junge Verein Becht Yeshiva durch die Landeshauptstadt Dresden in der Projektförderung oder institutionell gefördert werden, um eben ganzjährig auch entsprechende Veranstaltungen und Vermittlungsangebote zu unterstützen. Und abschließend sei darauf verwiesen, dass für das Jahr 2026 ein sogenanntes jüdisches Themenjahr in Sachsen vorgesehen ist. Das ist eine Initiative des Sächsischen Staatsministeriums für Kultur und Tourismus. Und dort haben wir noch
in diesem Monat eine Auftaktberatung und dann zeitnah auch mit den zahlreichen Institutionen der Landeshauptstadt ins Gespräch zu gehen und ein jüdisches Themenjahr für 2026 für die Landeshauptstadt Dresden vorzubereiten. Und ich denke, an all diesen Ausführungen sehen Sie, dass es auch das ausdrückliche Ansinnen der Stadtverwaltung ist, hier das Thema jüdisches Leben gut zu begleiten und alle Initiativen in diesem Bereich zu unterstützen. Vielen Dank. Soweit die erste Aktuelle Stunde und ein kleiner Hinweis, eine Wortmeldung, Herr Hannig, Paragraph 18, Aktuelle Stunde der Geschäftsordnung des Stadtrates, Absatz 2 sagt, jede Fraktion wie auch der Verwaltung stehen jeweils 5 Minuten Redezeit zu. Das heißt, in dem Tagesordnungspunkt sind Sie dann außen vor mit dem Redebeitrag. Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt, Aktuelle Stunde zum